Ja. Gut. Aus. Hast du schon fertig? Ja. Gut, ja, ja. So. Das erste, wenn ein Pferd ausgenommen wird und muss arbeiten, kriegt der Fieber gemessen. Bei Fieber kriegst du, machst du das? Ja. Ja, wenn die Pferde geschiert werden und rausgehen, kriegen die erstmal alle Fieber gemessen. Wenn sie kein Fieber haben, werden sie sauber gemacht und dann geschiert drauf und dann gehen sie raus zur Arbeit oder zum Rennen. Und dann ist meine Mitarbeiterin, die Christel, die hilft mir immer bei den Pferden, die ist auch schon 30 Jahre dabei. So, und jetzt geschieht wir mal auf. Kürzer ist gut. 37,2. Ja, 37,2 Fieber hat er schon. Geht der mit der Zulki? Mit der Zulki. So. Jetzt machen wir das Geschirr drauf. Mit der Unterlage. Komm, dann machen wir das Geschirr drauf. Damit er fertig ist zum Anspannen, dann geht er dann raus. Aber jedes Pferd hat ein anderes Formular, eine andere Größe. Jedes Pferd hat ein anderes Geschirr oder einen anderen Zaum. Der eine braucht eine Ohrenkappe, weil er empfindlich ist. Der andere geht ohne Ohrenkappe. Ja. Das Mattiger. Ne, wir nehmen das hier. Wir nehmen das Mattiger, wir kriegen Mattiger drauf. Und welchen Zaum? Wo der Plematikus drin ist. So, Christel, du kannst ihm mal schon mal. Christel, du kannst ihm schon mal aufzeigen, aber der kriegt die Ohrenkappe drauf, weil er ein bisschen empfindlich ist. So. Die Christel, die zäumt ihm schon mal auf, die macht ihm die Ohrenkappe drauf, damit er ein bisschen ruhiger ist, sondern ist er ein klein bisschen nervös oft. Er ist auch noch jung, der ist erst 3 Jahre alt, der muss noch viel lernen. Ja, so muss manches Pferd erst vorbereitet werden, bis er mal so weit ist zum Rennlaufen. Das dauert schon eine kleine Zeit. Der eine begreift es früh, der eine spät und der andere gar nicht. Genau wie bei Menschen. Ja. Aber als Trainer oder Vorbereiter muss man sich schon Zeit lassen und Geduld haben. Man darf nie die Nerven verlieren.
Ein Pferd merkt sich das, wenn er nur gehetzt wird. Ein Pferd muss rausgehen mit Lust und mit Lust zur Arbeit. Dann kommt sie auch weiter im Leben. Sich vorbereiten, mein Leben lang, den Dress anziehen, damit wir nach vorne kommen. Kriegst du auch alle Füße? Nein. Was hat er? Ein eingeschweißten Steg. Ja, der hat da vorne einen Steg drin, weil er ein bisschen feser ist. Mhm. Der muss ja noch viel lernen. Und Heinz, warum kratzt er? Warum? Weil der gerade von mir lecker klingt. Weil der hat gerade lecker gekriegt, der ist verwöhnt. Ja, das habe ich ja letzte Tage auch gemerkt, als er den Apfel hatte. Da wollte er mehr. Die Rennfarbe, die ich hier habe, die hat mein Vater ausgesucht 1943. Dann habe ich diese Rennfarbe übernommen. Weil jeder Besitzer muss ja eine Rennfarbe haben. Aber jetzt ist das ein bisschen anders geworden. Heute braucht nur jeder Fahrer seine eigene Farbe haben und nicht mehr für jeden Pferd eine andere Farbe. Es gibt noch verschiedene Besitzer oder große Leute, die noch ihre eigene, eigene Rennfarbe haben. Ja, Heinz, das habe ich ja in Dortmund Wambel bei den Galoppern festgestellt, die kommen ständig mit anderer Kluft. Wenn da ein Jockey Einsätze hat, drei Stück, dann hat er meistens drei verschiedene Kluften. Ja, das war bei uns auch. Mein Chef früher, wenn der sechs Fahrten hat oder acht Fahrten, der musste sich sechs oder sieben Mal umziehen. Und das habe ich auch gehabt. Musste ich ja fünfmal umziehen. Und das ist heute nicht mehr so. Eins. Immer was sagen. Ja. Ja. Jetzt wird er eingespannt im Sulki. Und gucken, dass alles sitzt und alles stramm ist, weil jeder Fahrer oder jeder Trainer guckt hinterher nochmal nach, ob alles stimmt. Dann fährt er erst raus mit dem Pferd. Es gab früher einen Weltmeister oder der beste Trainer Deutschlands. Das war der gewesen, der, wer ist das, von Berlin, der Gerd Krüger. Der ist nie aufgestiegen, wenn er nicht selber alles geprobt hat. Ja. Und so machen wir das auch. Schüssel, hast du ein bisschen weiter durchgeschoben? Ja, hier, eins, drei Hände ohne Spitze. Ohne Spitze drei? Ja. Ja, dann, ja. Das ist gut. Ja. Heinz, das Maß, was ihr gerade gemacht habt, bedeutet doch nur, dass der Wagen oder der Sulki genau in der Spur läuft, ne? Ja, das ist zwischen Geschirr und Sulki. Da messen wir mal ab, der eine ist ein großes Pferd.
geht mehr nach vorne. Da wird dann alles stimmt. Aber dann wird dann genau abgemessen, dass der Sumpf nicht schief läuft oder das Geschirr sich schief zieht. Was? So. Okay. So, ich mach dann nur den Dingerzirkel auf, ne? So, jetzt. Langsam gehen. Dann fahre ich hier nochmal ein Stück runter, dann komme ich wieder zurück. Die Einfahrt in die sogenannte Arena. Hast du gutes Training gemacht? Ja, ein gutes Training gemacht. Er ist ein dreijähriges Pferd und er muss noch vieles lernen, aber er geht schon ganz nett daher. Ja, habe ich schon gesehen, er schwitzt aber auch ganz nett. Ja, so hat ja auch etliche Meter gelaufen, hat er jetzt 3000 Meter gelaufen. Wie heißt das? Schwitzen oder? Kannst du nicht haben? Sonst noch mal rum. Gleich abgezogen und schön sauber gemacht, dann ist wieder alles gut. Ja gut, dann will ich, wenn er unruhig ist, ihn aufhalten, erfahren zum Duschen. Jo. Nach dem Rennen kommt jetzt die Dusche. Nach dem Rennen. Jetzt hat er gut gearbeitet für den Dreijährigen, war das ganz prima. Weil er ist erst 2 Monate wieder in Arbeit. Und die nächsten 4 Wochen ums Doppelte verbessert. Und dann wird er wohl in der Quali kommen. Seine Schwester hat 13 Rennen gewonnen. Wenn er die Hälfte gewinnt, bin ich schon zufrieden. Jetzt ist aber ruhig, ne? Ja, weil er im Winnerzirkel da ist. Ja, der sollte ja, die Christen sollte ja dabei bleiben, aber die ist ja.
So sieht ein Arbeitstag eines Jockey aus. Ja, das ist ja nur ein Pferd. Aber wenn du dann 10, 20 Pferde hast, dann kommst du von den einen runter und von den anderen wieder drauf. Der eine lernt es früh und der andere spät. Zeit darf man hier nicht in Kauf nehmen. Immer weitermachen. Meine, viele sagen, was machst du vom Beruf? Ja, ich sage, was soll ich schon vom Beruf machen? Ich bin Pferdevorwärtskünstler. Was ist das denn? Ja, ich sage, die Pferde da traben lernen und zum Rennen bringen. Ich sage, dann sind wir Pferdevorwärtskünstler. Ja, ich sehe und höre, du hast immer noch Spaß an diesem Beruf oder ist das Freizeit? Nein, ich habe immer noch Spaß an dem Beruf. Also solange ich mich bewegen kann und das machen kann, werde ich wohl immer hinter dem Pferdeschwanz bleiben. Nächste Woche habe ich ja Geburtstag, dann werde ich 83 und dann machen wir weiter. Hänschen Frömming hat noch mit 84 gefahren. Ja. Jetzt kommt die Dusche. Das ist doch eine schöne Rennfarbe, oder nicht? Die Fenster aufgefahren. So. Nach der Arbeit wird schön geduscht, das Pferd von oben bis unten. Dann wird er warm eingelegt, dass er nicht friert. Früher hat man das nicht gemacht, da hat man die trocken gerieben und dann musste die Dynamik als normal geputzt werden, dass der Schweiß runterkam. Und das ist heute nicht mehr, heute werden sie abgeduscht, damit sie schön sauber sind. Die Pferde haben es gerne, weil sie sich das dann dran gewöhnen. Komm ruhig, dass der Dreck runterbringt. Wenn ich gesund bleibe, dann mache ich das noch ein bisschen weiter. Weil ich bin ja alleine. Wollen wir hoffen, dass du noch lange hier aktiv bist? Ja, ich werde es versuchen. Von den ganzen Trainer, die ganzen Kirchen, wir waren ja hier schon mal mit 20, 25 Trainern nach dem Krieg, die ganzen Jahre. Da bin ich der Einzige, der noch übergeblieben ist, der die Stellung hier hält. Du hältst sozusagen hier die Trabrennbahn Gelsenkirchen mit aufrecht. Ja. Da kommen auch schon viele Leute, die mal eine Frage haben, jetzt gerade auch, wo man eine Barriere. Erste Mal, wann sind denn die nächsten Rennen? Ich sage Samstag. Ja. Auch das sieht aber gut aus, was wir hier machen. Ja, ist schon da. Und wie nennt sich das, was du jetzt machst? Ich tue das Pferd mit dem Schweißmesser abschweißen, dass der Schweiß und das Wasser runterkommt. Dann ist er schneller trocken. Das heißt, wird abgeschweißt.
Aber die kennen das alle schon. Ich hoffe, dass der mir noch mal dankt, die Arbeit, die ich mit ihm mache, dass er mir noch mal dankt. Unten sehe ich ein Pferd. Dass er mal als erster durchs Ziel geht. Ja. Wie wir das vorhin gemacht haben, und da wird sich der Züchter befreuen und der Besitzer auch. Ja. So, und die Decke ist jetzt zum... Das ist eine Schweißdecke, dass jetzt da unter die Decke trocken wird, da dauert eine 20 Minuten, dann ist er trocken. Und wenn er viel gearbeitet hat und pustet, dann wird er ja nach draußen genommen, heißt dann trocken führen. Also das, was ich nach dem Rennen dann nach dem Duschen noch sehe hier auf dem Gelände. So siehst du. Das ist gut. Und willst du wieder Leckerchen? Oder zählst? Normal soll man das nicht machen. Normal soll man das nicht machen. Dass die zwischen die Zeiten immer Äpfel oder Möhren kriegen. Weil dann hören die gar nicht auf. Ah ja, der ist ja richtig verrückt hier. Und ja. Wie heißt er? Was für einen Namen hat er? Warte, da muss ich gucken. Wenn du ja sagst, er soll einen Sieg einfahren, vielleicht kann man sich dann mal erinnern. Warte mal. Ich glaube, ich habe ja mal... Also das ist kein Zählen, so alt kann er noch nicht sein. Ja. Der ist ja verrückt. Und wie heißt er? Habe ich da. Der Hand. Aber ich muss erst eine andere Nummer. Das ist ein Dreijähriger, der heißt You and Me. Besitzer ist Hans Kuhsträter und Züchter ist Heinrich Plattfuth Ascheberg. Hast du auch Eltern oder so, die Abstammung? Die. Halt mal fest. Hast du nicht drauf? Nein. Jetzt ist er aber ruhig. Ja, ich habe ja gesagt, ich hole den nach vorne. Heinz Kuhsträter bei der Arbeit, beim sogenannten Einstreuen, oder wie heißt das? Die Pferde werden jeden Tag mit der Milch rausgenommen und jedes Tag frisch gesprochen.
Oder manche Pferde stehen auch auf Späne. Ah ja. Das ist die Stallarbeit. Also das mache ich ja heute, weil ich das noch so als Hobby mache. Früher, wo ich viele Pferde hatte oder etliche, da habe ich das ja nicht machen brauchen. Da musste ich ja fahren. Also zwischen 7 und 8 Pfund. Manche kriegen auch 10, was große Pferde sind. Jetzt. Da ist alles drin, da ist Müsli drin, da ist Pellex drin, da ist Salzhafer drin. Und dann sein Leckerchen, die Äpfel hat er ja, schon weg. Die Äpfel sind auch drin. Die waren schon weg, ne? Die sind schon weg. Die hat er sich sofort reingetan.